willkommen zurück. Genau. Dunkle Grüße gehen raus. Hab schon gesehen, bei Semira ist bereits ein gewisser Shadow im Discord gelandet. Voll cool. Cool. Da muss Semira mal dringend nachher reingehen in den Discord-Channel. Mach ich. Lass das Köpfchen rein. Und Dinge tun. So. Ich habe gerade schon zu Sefi erzählt, ich habe kurz eine Pause gemacht. Ach, hast du eine Pause gemacht? Außerhalb meines Arbeitszimmers. Und die Katze ist auch mal kurz abbiegen gegangen und dann kam sie auch wieder zurück. Das war sehr lustig. Also die Katze braucht auch eine kurze Pause und streamt jetzt wieder weiter mit euch. So menschlich, ey, so gruselig. Ja, Strafe wofür, Dr. Crowler? Was? Geht's noch? Hm? Weiß ich auch nicht genau, was jetzt los ist. Weil er nicht mitspielen kann, sammelt er Punkte. Nee, er war eben noch verständnisvoll. Nun habe ich das Gefühl, er hat das gar nicht ernst gemeint. Ja, hab ich auch gelesen. Er kann reinkommen, wenn er nicht will. Genau, wenn er nicht will, ne? Kann ich da nichts dran ändern. Jedenfalls, Samira, hast du auch eine Markierung da, wo ich sie gerade habe? Also eine Nebenquest. Bisschen rechts von uns auf der... Nein. Was? Schwache Sache. Ich habe hier eine. Okay, da habe ich auch eine. Passt. Cool. This is Halloween, this is Halloween. Dirtle da. Und der Crawler streckt dir die Zunge raus. Frechheit. Frechheit. Na, Katze, hast du auch eine Pause gemacht? Ja. Oh, eine Scheiße. Ich anschmachtel gerade. Tja, ja, diese Katze. Geht nicht weiter? Das Amulett ist bei der Eiche. Ich bin immer stark. Wie soll da nicht reden, wenn ihr zusammenspielt? Weil das so ist, Kurin. Weil auf dem Let's Play für den Kanal von YouTube sollen halt bloß entsprechend die beiden Let's Player zu hören sein. Das ist so halt einfach irgendwie, ne? Ja, also bei 7 Days war das manchmal schon ein bisschen viel. Aber das war auch bedingt dadurch, dass man dann an verschiedenen Orten war und man hat dem anderen da, weiß ich, was gehört. Und hat natürlich nicht gesehen, was los war. Also kommt auch immer aufs Spiel drauf an. Wie ist gesagt, egal, Kuri, musst du mit klarkommen. Oh, jetzt Play-Aufnahmen sind alle willkommen. Naja, maximal 2 Leute. Mehr gehen hier nicht? Nee. Ist kein Diablo 2, da war eine Party mit 8 Leuten voll. Tja. Tja. Bei der Eiche. So. Also ich habe hier unten noch, das siehst du. Ja, eine Quest zum Mitnehmen habe ich da. On the way. Check mal deinen Chat. Ich musste heute einen... Der ist gerade ein bisschen aktiver, ich weiß, aber... Kannst du nicht lesen, oder was? Ich habe die gerade Sequenz im... Ach so, Verzeihung. Ich wollte das schon eine Weile tun. Aber... Ich fürchte ja, sie, das also bei Diablo 3 habe ich eine ganze Menge Erfahrung. Lange, lange gespielt. Diablo 4 seit der Beta. Also, kurz sagt nein. Nö. Nicht die erste Erfahrung. Also, ich spiele Diablo sowieso seit Diablo 1, mal davon abgesehen. Aber ich glaube, ich frage eh nur an dich, daher will ich da gar nicht groß reinbrabbeln. Nö, ich bin kein Noob. Hast du auch hier oben einen Questmarker oben rechts jetzt? Ich glaube, der ist neu durch die Quest gekommen gerade. Bin mir nicht ganz sicher? Ja. Da habe ich keinen. Wie? Ich habe ja ganz oben rechts einen Questmarker bekommen. Glaube ich. Warte. Da du einen hast, habe ich keinen. Da habe ich auch. Auch, okay. Nee, da habe ich keinen. Merkwürdig. Egal, dann gehen wir mal zu deinem. Vielleicht habe ich den schon gemacht vorhin aus Versehen. Ich habe hier noch einen offener. Da habe ich auch keinen. Die Jüngeren in Rage in Hani verstehen nicht, warum wir die Priester nicht... Ach so, dann habe ich ihn schon abgeholt. Ja, okay.
Ich habe die Feuer gesehen, mit denen die Paladine der Zakarum eine Stadt von innen heraus niederbrannten. So wurde Iriman verbrannt. Warte. Hauptsache mich Gewicht geben lassen, ich verstehe das schon. Ja, ja, das ist aber die richtige. Jetzt habe ich hier eine. Ja, da habe ich schon abgeholt, das war bloß abholen, das hatte ich auch schon. Das könnte doch die Quest da unten vielleicht sogar nicht. Sagt die. Noch knapp 360 Punkte. Ganz genau sogar. Ja. Na, Samira? Na? Also, ich habe trotzdem erst die nächste hier. Da habe ich auch eine. Achso. Dann ab dafür. Nicht solange ich in der Stadt bin. Na, ewig rumlaufen wieder. Na, was soll's? Nee, das kann ich dir bei Discord nochmal schreiben. Mhm, was? Ich weiß ja noch nicht, warum das so ist. Ja, ja, nee, nee. Du hast es ja erklärt. Sie akzeptiert die Gun bloß nicht. So. Ja, ja. Schon klar, dass er jetzt kommen musste. Mache ich gleich. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Da, 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 da. Hast du mich teleportiert, sag mal? Ich renne die ganze Zeit jetzt hier. Nee, ich laufe nur sehr schlau. Ich habe nicht die Vorgaben des Spiels, ich habe meinen eigenen Weg gesucht anhand der Karte. Haha, wie damals in der alten Zeit, wo es noch kein GPS und so einen Scheiß gab. Ja. So, denk dran, wenn du Lilith da tun hast, ne? Nee, ich glaube, hier hast du keine große mehr in der Nähe gehabt. Adieu. Ich glaube, jetzt sind sechs. Schön durchs Wasser, wie episch. Ich muss aber mitziehen bei sechs Stück hier, meine Güte. Oh, Romantis. Zack. In the dungeon. Oh ja, ich muss aber die ganze Zeit hier. Ja, jetzt kommt Citrus bei dir. So, was sagt ihr so? Empfindungen zum Vierer und was so alles bereits passiert. Auch im Hinblick auf die Season. Sprich, manche haben im Ewigen noch nicht mal 100 erreicht und jetzt kommt schon Season oder auch der andere Punkt. Irgendwie Fit Endgame Aktivitäten. Tja, Samira, was sagst du dazu? Wo soll ich anfangen? Naja, die Story ist ja durch. Die haben wir auch gut durchgeschafft, ne? Also, ich glaube, darum geht es. Es ist eher, ob wie du das Spiel generell findest. Im Vergleich zu D3 auch und so weiter, nehme ich an. Also, erst erfüllt mir der Begleiter, der alles aufsammelt. Ja, anders schon, ne? Also, es gibt gute. Ja, naja, es gibt Sachen, die gefallen mir gut. Die wissen erst bei Apple 3 und Sachen, die sind halt doof. Also, schlechter. Aber. Und Endgame ist für mich nicht so relevant, da ich jemand bin, der eigentlich nur die Season durchspielt. Ja. Da musst du sicher fragen, wie viel levelt das gerne bis Open End. Und hier übernehme ich, liebe Zuschauer. Ja, mach mal. Ich habe es in meinen Streams inzwischen, glaube ich, schon tausendmal gesagt, aber egal. Haben ja trotzdem nicht alle erreicht, logischerweise. Ja, der Vierer. Ich finde den Vierer super klasse, tatsächlich. Was halt problematisch war, war der letzte Patch, ganz einfach. Der hat viel genervt. Ich meine, ich war schon Level 100 gewesen in der Nicht-Season vorher. Ich bin noch nicht bereit. Habe ich Level 100 gemacht mit meinem Jäger. Hat noch einen Zauberer Level Mitte 50, glaube ich, haben wir mit Samira auch zusammen. Da hat Samira noch auch den Jäger gehabt, ne? Genau. Also auch schon entsprechend ein bisschen Spielerfahrung. Im Vierer und, ja, was soll ich sagen? Das Problem war halt, der Patch hat eine ganze Menge genervt. Es war scheiße. Das war nicht gut. Aber das Ding ist, die Gedanken in dem Patch, die waren eigentlich nicht schlimm gewesen. Nicht, im Gegenteil, sogar ziemlich sinnig, auf lange Sicht gesehen, von Diablo. Denn man hat halt Mechaniken angleichen wollen, weil alle halt verwundbar hatten und Crit-Schaden. Der Rest war minderwertig an Schadensarten. Das wollte man angleichen. Das war soweit gut, die Überlegung. Das Ding war nur, der Patch hat Nerfs reingemacht, aber die Patches, um es auszugleichen, waren nicht dabei. Die Buffs fehlten noch. Was jetzt langsam kommen soll, was auch schon wieder ein bisschen zurückgeworfen wurde, was ich völlig in Ordnung finde. Da hat Blizzard ein bisschen falsch gebufft, aber es wurde auch sehr viel überreagiert von der Community aus, im Sinne von, oh, das Spiel ist jetzt kaputt und tot und doof, bla bla bla. Totaler Schwachsinn. Das Spiel ist trotzdem gut. Und es ist auch generell, vergleichen wir mal Diablo 4, wie es jetzt gerade ist, mit Diablo 3, als es damals rauskam. Diablo 3 war scheiße, als es rauskam. Es war cool, keine Ahnung, normal Altrum zu spielen und dann ging es los mit, Hölle, oder war es damals schon Qual, weiß ich gar nicht genau, oder Inferno hieß es damals, Inferno. Und du bist dann in Tristram angekommen und bist sofort gestorben. Du bist nur gestorben, hast keine XP bekommen, keine Items, hast ein, zwei Gegner mal gekillt in der Vierergruppe, wenn du Glück hattest, kam mal nichts bei raus, es war einfach scheiße, es war grottenschlecht.
Das war überhaupt nicht in Ordnung. Diablo 3 wurde erst über die vielen Jahre zu dem, was es heute ist. Und auch erst mit dem Add-on Reaper of Souls wurde das cool. Auch da kamen erst die Nephilim-Portale und so weiter und so fort. Und verglichen damit ist Diablo 4 jetzt schon deutlich weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch vom Endgame her, das mag vielleicht so vorkommen, dass es weniger hat, aber es hat mehr Endgame-Sachen als Diablo 3. Wir haben Weltbosse, wir haben, klar, sowieso die Nightmare Dungeons, was ja im Prinzip die Nephilim-Portale sind. Nicht ganz so cool, weil ein bisschen schwieriger, ein bisschen, da muss noch ein bisschen Feintuning gemacht werden. Ist nicht ganz auf dem Level, finde ich. Wir haben den Totenbaumgeflüster, wir haben natürlich dann noch die Legionsereignisse und wir haben die Höllenflut. Das sind fünf Sachen. In Diablo 3 hattest du Nephilim-Portale, Kopfgelder, Ende. Das war doch nichts. Das ist immer das gleiche jedes Season. Das war halt, da ist Diablo 4 jetzt schon weiter und ich denke mal, da kommen noch viele tolle Sachen bei raus. Das Spiel ist eben echt gerade erst rausgekommen. Und ja, die Season kam vielleicht ein bisschen früh. Und generell die ganzen Nerfs und Patches kamen ein bisschen verfrüht bei Blizzard, für mein Empfinden, weil das Spiel noch lange nicht im Endgame war, noch lange nicht ausbalanciert werden konnte, weil noch viel offen war. Aber meine Güte, gebt dem Laden ein bisschen Zeit und das Spiel wird auch richtig geil. Es kommen mindestens zwei vollwertige DLCs, aka Add-ons, die wahrscheinlich neue Gebiete bringen, neue Mechaniken reinbringen, vielleicht auch wieder einen Würfel und sowas in der Richtung. Da wird noch ganz viel kommen bei Diablo 4 und ich hoffe und denke auch mehr als bei Diablo 3 damals noch. Und damit in Aussicht, was Diablo 3 gemacht hat aus sich, denke ich, dass Diablo 4 gigantisch wird noch in den nächsten Jahren. Aber es braucht Zeit. Keine Frage, es braucht Zeit. Aber kurz gesagt, ich bin sehr überzeugt vom Spiel und Ende. Samira, du bist dran. Ja. Ich habe dir ewig ausgeholt, tut mir leid. Es ist ja gut, dass man mit anderen Spielern spielen kann, online, also MMORPG, fast quasi, ehrlich. Ah, ich bin falsch gelaufen. Ach, Mann. Season am Sonntag schon durch. Meinst du, da musst du erst die Season, die Geschichte, nicht die Season-Reise, oder? Entschuldigung. Muss man kurz dazwischen sagen. Ja, die besten Bosse sind cool, also die anderen Aufgaben hier, ne, mit dem Baum und, also jetzt nicht nur das reine, was war es anders damals, wie hieß es noch? Nee, verlebt Portale. Die Truhenfarm und, also Kopfgelder und Portale, fertig. Ja, war das ja eigentlich. Ja, eben. Da ist hier mehr Abwechslung geboten. Andere Spieler, also das finde ich auch gut, ne, anflüstern, ansprechen, anquatschen, einladen, das spielen. Ging in Diablo 3 auch, das Problem hast du, nee, das kannst du nicht vergleichen, weil du hast ja Diablo 3 auf der Switch gespielt hauptsächlich. Hatte Diablo auch also gehabt, auf der Switch halt war es, was das angeht, ein bisschen beschränkter. Aber dafür sind die anderen Mechaniken mir nicht so gefallen. Ja. Wo ich da kein Fan von bin, ist immer dieses Always-Online-Zeug. Ich hätte ganz gerne auch einen Singleplayer-Modus ohne Offline, Online bei Diablo 4. Auch in Hinblick dessen, dass ich irgendwann auf Switch 2 spielen möchte und dann nicht Always-Online sein will. Ich brauche Zeit. Aber um naja, das geht. Oh, du musst den Chat mal vorlesen. Ich mach das nicht so gerne. Ja, das ist ja, das ist für dich der lange Text. Da kann ich nicht so mitsprechen. Na gut, dann lese ich mal Samiras Chat vor. die haben Bugs behoben, wo Mechanics abused wurden, das nervt bestimmt. Ja, auch Dr. Troll, aber nicht nur. Sie haben halt auch Sachen wahrscheinlich gemacht, sie haben generell die Rüstung verringert, was doof war und sie haben halt wieder den Schadensarten angleichen wollen, was tatsächlich ein Nerf war für die Charaktere, die das halt genutzt haben, weil dafür keine Ausgleichssachen kamen. Ich weiß nicht genug, das ist das, was ich meine. Aber ja, du hast auch nicht ganz unrecht letztendlich. Der Patch-Zeitpunkt war dumm, aber notwendig. Ich finde in der Gesamtbetrachtung ist verrutscht. Man hätte größere Beta machen sollen, um genau das schon ins. Ja. Generell, was ja Diablo 3 damals immer hatte, vor jeder Season, war ja der Public Test Realm. Da konnte man zwei Wochen lang, oder ich glaube, es ist jetzt auch zum Teil nur eine, die neuen Patch-Sachen testen, ohne dass das richtige Spiel davon betroffen war. Das hat hier halt völlig gefehlt und wenn das gewesen wäre, wäre es nicht dazu gekommen, was passiert ist, tatsächlich. Ihr meint. Das hat man verpasst und das wird hoffentlich anders gemacht künftig. Mal schauen. PTR, genau. Richtig. Was ist PTR? Wie hast du gerade gesagt, der Public Test Server, Realm. Damals auch bloß für PC-Spieler, glaube ich, nicht für Konsolenspieler verfügbar bei Diablo 3, aber das haben halt die ganzen Hardcore-Typen auch gemacht und dann getestet auf Herz und Nieren, neuen Patches und dann wurden entsprechend noch Anpassungen gemacht am Blizzard, weil das entweder funktionierte oder eben nicht funktionierte. Hätte man hier auch machen können, aber war nicht. Ich muss auch generell sagen, die Season an sich ist, ich will nicht sagen enttäuschend, die bietet aber weniger, als ich gedacht hätte, weil ihr wisst es ja, liebe Diablo 3-Veteranen, diese Herzen sind im Prinzip das gleiche wie die legendären Juwelen, die man generell in Diablo 3 inzwischen hat. Kennst du Mira ja auch, ne? Du hast deine legendären Juwelen da drin, die levelst du auf durch Nephilim-Portale. Ist ja das exakt gleiche Prinzip.
Nur hast du hier die Glyphen-Levels und nicht diese Herzen. Die kriegst du halt im Level. Also, ne? Aber an sich, drei legendäre Sachen mit krassen Fähigkeiten, Ende aus. Kennt man schon. Dafür, dass man extra ein Team abgestellt hat für nur Season und nicht Hauptspielentwicklung, dachte ich mir so, wow, könnte doch ganz geil werden. Wurde es dann aber nicht. Ist aber in Ordnung, weil die Season ist gerade erst raus, nachdem das Spiel draußen ist. Das Spiel ist jetzt wie lange? 2 Monate auf dem Markt? Dass man da jetzt keine überwältigenden Änderungen im Spiel braucht oder überhaupt will, ist auch eigentlich ziemlich klar. Deswegen ist es okay für mich, dass man das so leicht anders macht, die Season. Das ist völlig in Ordnung. Aber ab Season 3 spätestens, finde ich, dann muss man schon ein bisschen mehr raushauen. Ist ja in einem halben Jahr dann erst soweit. Mal schauen. So, ich habe fertig. Ich laber mal zu viel, ich weiß nicht. Die Maxifi ist da tiefer in der Materie drin. Ein bisschen, vielleicht. Ein bisschen. Ganz, ganz klein bisschen. Was? Ich bin ein Suchti. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ja. Weil ich das Season 1 ohne nicht so viel gespielt habe, weil Zeit nicht möglich war und so weiter. Und als Streamer hast du ohnehin das Problemchen immer, dass du langsamer spielst, als wenn du nicht streamst. Einfach weil du Chat bearbeitest, so wie jetzt eben gerade zum Beispiel, weil du nebenbei Dinge tust und weil du auch mal andere Spieler als ja dem einen spielst und streamst und ich zeigst. Ich bin noch nicht bereit. Noch dazu war ich ja auch weg, die ersten Tage des Season Starts. Ach, bitte Statue, du hast nicht Bescheid gesagt. Hier ist die Lilith-Statue, Samira. Schnell, hol sie dir! Ich weiß nicht, was wir jetzt sammeln sollen. Mandari-Orakel? Ich weiß es auch nicht genau. Aber es ist ein großes Gebiet, wo wir suchen müssen. Ja, deswegen irritiert mich. Also, have fun. Au. So. Jetzt mal zu Kuri. Tut mir leid, ich habe mich ein bisschen warten lassen. Naja, Erzi meint halt, dass sehr viele kleine Gelegenheiten hatten, bevor die Season reinkam. Achso, ja. War ja quasi abgearbeitet, Punkt. Okay. Ja, Kuri, sorry, ich hatte gerade wieder lange Ausholer. Streamcam, da Schritt und so weiter. Ich muss noch etwas warten. Wenn die Männer da fachsimpeln. Oh, warte. Ach, Dr. Crow hat auch noch was geschrieben. Oh Mann, Leute. Noch nicht so viele Texte. Ich finde es ja toll, wenn man uns redet, aber. Uff. Und die Nerfs, in Anführungszeichen, an den Rüstungen liegt daran, und das haben sie im Kämpfer ja auch erklärt, lag daran, dass einige Leute gab, die nur auf Rüstung gegangen sind und auf Lilith standen und nicht mal Schaden bekommen haben. Was? Achso, du meinst, weil die Rüstung so hoch gewesen ist, keinen Schaden bekommen haben. Echt? War das so? Okay. Hätte man das Maximum der Rüstung ein bisschen nerven sollen, nicht irgendwie... Es ist Blizzard, ne? Die machen immer Holzhammer-Methode bei solchen Nerfs, das ist ja auch bekannt. Naja. Ich bin jetzt trotzdem optimistisch, dass es generell ein bisschen besser wird, die nächsten Patches und die nächsten Versionen. Und es ist ein gutes Spiel. Das kann man sagen, es ist ein gutes Spiel. Es ist vielleicht noch kein perfektes Spiel oder sehr gutes Spiel. Ich würde schon fast sagen, es ist ein sehr gutes Spiel, aber wie gesagt, es ist noch Potenzial nach oben offen bei Diablo 4 und das wird auch hoffentlich noch genutzt werden. Da bin ich optimistisch. Ich bin noch nicht bereit. Ich finde hier nichts, ich weiß nicht, was du willst. Ich finde hier auch nichts. Aber lauter rote Punkte. Ich schätze mal, die Hitler können das bei Zeiten fallen lassen, was sie brauchen. Ah, Tatsache. Eins gefunden gerade. Von einem Schlangengegner. Eine große Schlange, keine kleine Schlange. Ja, Orakel der Nangari heißt die Schlange. Achso, die heißt sogar so. Ach ja, Mensch. Ja, easy. Hat man das mal gleich gesagt. Ich bin noch nicht bereit. Echt? Haben sie bestimmt auch. Ich hab's bloß nicht gelesen. Ich kenne mich ja. 1 von 4. Na toll, ich muss zu dir laufen, weil es bei dir untergefallen ist. Ich glaube, wir sollten mal zusammenbleiben dafür. Ja, ich glaube auch. Du bleibst die nächste. Ach, Dr. Crawler ärgert mich schon wieder. Hab doch gar nichts gemacht. Was? Warum? Wieso? Sie greift durch meine Gedanken. Ja, warte kurz. Macht nichts, hab fast immer Verständnis, außer für einige Begründungszusammenhänge. Tja. Ich bin noch nicht. Oh, meine Nummer 2 angezeigt. Ja, geh mal hin, ich mach inzwischen was für die Arme. Danke, Doktorchen. Doktor der Gesundheit, ne? Ja, ja. Ich hab nichts fallen gelassen jetzt. Das ist ja ärgerlich. Ja, es ist trotzdem eine Zufallschance. Zufallschance? Chancen sind immer zufällig. So, jetzt. Stirb, Mann. Liebe sein Auge gefälligst. Stirb, Frau, ja? Wir müssen hier auch politisch korrekt bleiben und beide Geschlechter bedenken. Vergiss das nicht. Stirb, Lebewesen. Das ist okay. Stirb. H2O-Atmer. Ja. Was? H2O ist doch Quatsch. Nur O2. Was sag ich denn da?
So. Aha, ich habe schon drei. Das müsste noch oben ein Sneak für dich, Samira. Guck mal auf die Karte. Hast du oben noch eins? Wie soll das aussehen? Das müsste halt ein blauer Marker sein, eine blaue Raute. Nee. Okay. Ach, und was trinken. Danke, Kurin. Liebe Leute im Chat, wir trinken was. Hoch die Tassen. Samira, du bist auch eine, die mittrinken. Ich kann gar nicht kämpfen. Doch, du kannst. Du kannst das. Gib alles. Schiebe schon anguckt hier. Ne, die Markflaschen, habe ich mir sagen lassen. Ich sehe, wie der schreit. Was? Schrei gar nicht. Psst, ich bin ganz leise. Schiebe Markflaschen, ne? Ja, ja, ja. Ui. Eine schnieke neue Rüstung. Die gefällt mir sehr gut. Alter, ist die gut. Krass. Nehmen wir. Ja, das ist nur krass. Die ist Schrott. Haha, erfüllt. Na gut. Lalalala. Also ist hier keins für dich runtergefallen, nein? Nee, gibt nichts mehr. Ärgerlich. Ist schon zu lange her, da liegt nichts mehr. Das kann sein. Bitte sehr. Hier ist eins gefallen bei mir gerade. Ja. Kommt zum Bau. Also meine Quest ist durch, dann wahrscheinlich noch nicht, dann nehme ich an. Eins fehlt noch. Dann lauf mal vor, ich habe jetzt nicht keine roten Punkte auf der Karte. Das schaffen. Ich muss noch etwas warten. Links ist eins. Uppala. Zwischendurch Reminder, liebe Leute. Vergesst die Challenge von Samira nicht. Nein. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Zeit, um das zu tun. Dr. Crow hat meine volle Unterstützung. Ja, vielen Dank, Kuri. Schon klar. Ich werde auch gut, wenn du ein bisschen mehr Sport machst. Ja. Ich habe Urlaub. Was? Nein, ich habe Fitnessstudio. Ja, zwei Wochen Urlaub gehabt. Ja. Was soll ich machen? Im Urlaub kann ich mich nicht dazu durchringen. Es ist total schwierig. Schlecht. Und dann noch so warm nebenbei. Das ist super ätzend. Hier oben ist eine Quest. Ich kann meine Quest gleich abholen, wenn ich schon mal hier bin. Hast du alles? Oh Mann. Was? Langer Text im Chat. Aber da geht die ja nicht an dich. Oh, hier ist ein Goblin. Goblin. Wo? Bei dir? Ja, wärst du mal nicht weggeteleportiert, du. Ich komm. Au, ich überlebe nicht lange. Au, er läuft weg. Er läuft weg. Bleib hier, Goblin. Nein, er ist weg. Verdammt. Ich muss noch etwas warten. Schade. Tja, verkackt. Dachte, hätte mich nicht gesehen. Ich kann anhalten im Notfall. Ja, hier ist noch eine Quest. Wenn er wegläuft, hat er dich gesehen. Ja, er ist ja erst weggelaufen. Dann ist er doch abgehauen und dann war ich halt langsam hinterher gewesen, weil ich... Naja, ich bin Druide, ich bin langsam. Man hat keinen Fernkampf und so weiter. Naja, dann war es das halt. Ich bin noch nicht bereit. So. Zack. Da hast du deine Augen. Bläh. Ach, du bist schon da drüben wieder. Ach, du bist wieder wegbehauen. Haut dir auch wieder ab, um was zu sagen. Ja. That's Samira for you. Zack. Und nun werde ich die Hüter des Weges Blut gekostet haben. Ich bitte euch, den Weg zu öffnen. Zauber. Fidibus. Das kann man noch verwenden. Meine Penne sind abgefallen. Ist nicht in Ordnung. Ach ja, stimmt, da war ja was. Schweigeminute. Jetzt ausgerechnet. Eine Minute? Das kann halt nicht aus. Ich muss irgendwas artikulieren. Sie bräuchte so einen Kanalpunkt mit einer Minute Ruhe. Halt die Klappe. Wenn wir Glück haben. Ja. Ich will das. Ja, ich meine, so halt die Klappe, Kanalpunkt. Kiva, nein. Nein, nicht vor dem Bildschirm. Geh in dein Körbchen. Du wolltest so eine Mach-mehr-Katzen in den Chat. Sache. Brüder und Schwestern des Sumpfes. Ja. Ich danke euch, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Bist du kitzlig? Ich brauche... Was? Spuckt es aus? Ich werde von einer Dämonin heimgesucht.
und von den Erinnerungen, die sie hervorbringt. Wie treibe ich sie aus? Ja, aber ist ganz einfach. Ihr habt eure Gedanken schweifen lassen. Euch von den Erinnerungen übermannen lassen. Ach, sie ist Tanktrunken gar nicht gemacht wieder. Untätigen Hände. Widmet euch stimmt. Eurem Handwerk. Vergesse ich einfach jedes Mal. Und bald werdet ihr diesen ganzen Unsinn vergessen. Nein, nein, nein. Das ist eine Frage des Willens. Ihr müsst diese Gedanken in wann kämpfen wir wieder? Sperrt sie an einem Ort ein, von dem sie nie wieder zurückkehrt. Erzähl doch noch. Ja, deswegen. Ziemlich lange schon. Das Level bist du jetzt eigentlich? So wie du? 30 und? Ja. Achso, knapp über die Hälfte. Ihr habt das Siegel gebrochen, Timur. Weil wir alle wissen, dass... Zack. Das war die Quest dann offensichtlich, na fein. Toll. Kann liegen bleiben. Nun ja. Nun ja. Das war nicht toll. Nee. Langes Gebrabbel und dann nicht mal ein Kampf. Dann kam nix. Sehr undiablonisch von euch. Aber. Leute, der Chatroll, was ist hier los? Wer ist los? Der Chat oder der Stream wird voll. Finde ich gut. Kompletto Follow. Entschuldigt ein bisschen sehr zu sehr aus der IT-Entwicklungsrichtung. Ich verstehe auch beide Seiten. Dr. Crawler, keine Frage. Aber Marketing Movement. Sprich doch die ab. Sehr gut. Ja, ja. So soll es ja auch sein. Ich spiele mich auch gar nicht. Wenn der Chat so einen Selbstläufer macht, das ist doch super. Nicht solange ich in der Stadt bin. Achso, da rein. Ich weiß nicht. Taisa. Achso, dieses Ding, das kenne ich die Quest schon, ja. Ah, kaputt geritten. Oder doch nicht? Warte, Ladebildschirm? Okay. Ach so, ja, nee, ich dachte, du bist mitgekommen, aber bist du gar nicht. Ich habe bloß die Taisa angesprochen und bin jetzt hier im Dungeon gelandet. Da die Flamme musst du anquatschen. Oder, hä? Ist das bei dir anders als bei mir? Nee, der blaue Marker irgendwo anders war. Ach, irritierend. Voll irritierend. Ja, und Tanktrink nicht vergessen. Hab ich jetzt, ja. Ich, jetzt auch. Ab geht's, haben wir's bald. Gul'ran, Elias Arbeitszimmer. Du magst du Flaschen, bitte? Echt, jetzt gibt's da kannst du die Flasche. Das wäre. Andariel! Die Nebenquest kannte ich offenbar noch gar nicht. Party geht hier. Haben sie mich dabei erwischt, wie ich versucht habe, Elias zu töten. Das ist Andariel. Wenn ich vorsichtiger gewesen wäre, hätte ich es hier beenden können. Fies. Was stellen wir nun mit der kleinen Ratte an, die wir gefangen haben? Ach ja, hallo! Ich muss noch etwas. Siehste, was ich bei Diablo 4 übrigens doof finde, aktuell noch, dass man keine Chance hat, außer vom Echo von Lilith, gegen die ganzen Aktbosse und so nochmal anzutreten, wie halt Diablo 3 und Diablo 2 und so weiter und so fort. Das will ich ganz gerne nochmal haben. Das war alle Bosse nochmal als, keine Ahnung, meinetwegen als Überversion, als Echo-Version, wie man das nennen möchte, nochmal bekämpfen kann. Und zwar regelmäßig bekämpfen kann. Das hätte ich ganz gerne noch. Das fehlt mir so ein bisschen. Es war kein sinnvoller Content für generell irgendwas, aber ich hätte die Option einfach gerne. Und wenn es dann bloß ein Kopfgelder verpackt wird, meine Güte, das ist mir auch egal. Aber ich will nochmal gegen alle Gegner kämpfen können. Das fehlt mir.